Hallo Leute, heute wird es wieder yummy. Und zwar mache ich wieder ein veganes Gericht, und zwar rote Linsen-Bolognese. Sehr lecker, sehr befriedigend. Ihr werdet kein Fleisch vermissen. Also auch für diejenigen, die vielleicht nur Fleisch essen oder nur Fleisch-Bolognese am liebsten mochten. Probiert es mal aus. Ihr werdet sehen, es ist super schmackhaft. Vielen Dank wieder für eure super leckeren Yummy-Pilgrim-Bilder. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Tutorial. Das ganze Rezept findet ihr natürlich immer auf meinem Blog. Und bis dann. Yummy! Und los geht's. Ich habe Knollensellerie, Karotten und Zwiebeln schon klein gewürfelt. Ein wenig Olivenöl in die heiße Pfanne geben und dann kann auch schon das Gemüse mit rein, dann anschlitzen. Knoblauch reindrücken und Tomatenmark hinzugeben und schön mit anrösten. Alles mit Rotwein ablöschen und schön einkochen lassen. Das gibt erst einen richtig guten Geschmack. Danach kommt Gemüsebrühe drauf. Ich habe einfach einen Brühwürfel genommen. Die Flüssigkeit brauchen wir nämlich für die roten Linsen, die dazukommen. Und damit die Soße noch leckerer wird, kommen noch Tomaten aus der Dose hinzu. Deckel drauf und bei mittlerer Hitze köcheln lassen und währenddessen schon die Spaghetti machen. Ich habe hier Dinkelspaghetti genommen. Hier schaue ich nochmal nach der Konsistenz. Es war mir etwas zu trocken, da habe ich noch ein bisschen mehr Flüssigkeit hinzugegeben und natürlich jetzt salzen, pfeffern und schön würzen. Und zwar nehme ich dafür frischen Thymian. Das passt perfekt zur Tomate. Das hatte ich ja schon mal gesagt in meiner Tomatensuppe. Thymian und Tomate ist das perfekte Paar. Also muss auf jeden Fall viel dazu und dann ist das Ganze auch schon fertig und kann angerichtet werden. Wow, Zabba Zabba. Und ich sag euch, ihr werdet nichts vermissen, es schmeckt so gut. Ich habe hier noch ein bisschen mehr Pfeffer drüber gegeben und einen Spritzer Olivenöl nochmal oben drüber. Das macht alles so schön saftig. Ihr könnt jetzt noch Parmesan drüber geben, wenn ihr möchtet. Gibt auch Parmesanersatz oder ihr lasst es einfach so, schmeckt nämlich auch so gigantisch. Hier ist auch schon das gute Stück. Ich habe schon probiert. Natürlich währenddessen natürlich auch mal die Soße probieren. Das ist immer ganz wichtig zum Abschmecken. Also extrem, extrem, extrem lecker. Schmeckt wie Bolognese, wie man es gewohnt ist vom Geschmack her. Wenn ihr auf diese Playlist klickt, dann kommt ihr auf weitere vegane oder auch vegetarische Rezepte, falls euch das interessiert. Oder wenn ihr ein Menü zaubern wollt mit dieser Bolognese und vielleicht was Süßes noch sucht, dann klickt auf die süße Playlist hier drüben. Yes, yes. Und dann könnt ihr gleich ein tolles Menü machen. Und hier unten könnt ihr natürlich meinen Kanal abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Und wir sehen uns im nächsten dann wieder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen.